Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Wir sind jetzt im 18. Let's Play schon. Und zwar transportieren wir einen Vorratstank. Wow, wow, wow. 6 Tonnen. Oh, hier ist gar keine Non-Collision Dome mehr. Verdammt. Eieiei. Das hätten sie aber auch mal sagen können. Ein Vorratstank mit 6 Tonnen, was ziemlich leicht ist. Nach Wien, Stokes. Und wir fahren jetzt hier von München ab. Für 21.000 Euro. Ist gar nicht mehr so wenig für dich. Oder nee, von Nürnberg fahren wir ab. Ja, von Nürnberg. Wir sind im MAN TGX und wie ihr sehen könnt, sind die Ampeln auf gelb geschaltet. Sprich aus. Was ich cool finde, weil die Non-Collision Zone ist weg. Wir sind hier in einer Stadt und die Non-Collision Zone ist weg. Und die Ampeln sind gelb. Das ist doch genial. Ich meine, du kannst dann wirklich Unfälle in der Stadt bauen. Und das ist einfach, ja, genial. Weil jeder muss sich mehr oder weniger mal an die Regeln halten. Und wenn er das nicht tut, dann kriegt er die gerechte Strafe und eine fette Rechnung. Und hoffentlich trifft es aber nicht den Falschen, sag ich dir nur. So. Aber ich find's cool, dass sie das gemacht haben, dass sie das umgesetzt haben. Mit den... ja, Gelblicht und dann noch Non-Collision Zone weg. Nur in den Aufladezonen. Das ist schon sehr schlau. Finde ich gut gemacht. Finde ich echt gut gemacht. Jetzt bringen sie ja immer mehr Updates raus. Jetzt bringen sie immer mehr Neuerungen. Wie gesagt, wir sind ja schon in der 0.1.0.7. Das heißt, bald in der 0.1.1. Und das ist schon weit. Weil dann ist es... Es ist, glaube ich, ab 0.5 oder 0.8. Wann ist es in der Alpha? Ich weiß nicht genau, weil jetzt... Jetzt sind wir ja in der wirklich Early Access Alpha, mehr oder weniger. Es ist ja eine Alpha, aber irgendwann kommt es ja dann in die Beta. 0.5 glaube ich oder so und dann kommt es dann in die Vollversion, aber ich glaube, da ist noch ein langer Weg hin. Dann kann jeder wahrscheinlich schon seinen eigenen Raum kreieren und jeder ist sein eigener Spielehost oder so, das wird es vielleicht auch geben, ich weiß es aber nicht. Oder wer weiß, wie das sich entwickeln wird, also keine Ahnung. Aber ich denke, vielleicht bringen sie auch wieder die KI-Fahrzeuge ein, synchronisiert, obwohl das dann selbst zu Lex führen würde, das weiß ich nicht so. Mal hallo sagen. Aber ich denke mal nicht. Also, wenn sie es so lassen, ist es schon gut. Ist schon ein gutes Konzept, finde ich. Ja, nur irgendwas gegen die krassen Leute, die gern rammen, die würde ich, dagegen würde ich noch was machen. Gegen Schnellfahren an sich habe ich ja nichts. Nur wenn man einen miesen Ping hat. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, ja, 64er Ping, wenn es mal schlecht läuft. Normalerweise ist es weiter unten. 34 meist. Aber ich habe jetzt noch ein paar Hintergrundprogramme laufen und so weiter, deswegen ist er, glaube ich, etwas höher. Ja, kann mal vorkommen. Aber das ist ja immer noch vertretbar, wenn man jetzt zum Beispiel so einen 400er Ping hat oder so und da rumleckt, das ist umso schlimmer, was ich finde. Ja. Und dann die ganze Zeit jemanden dadurch reinfährt, ist halt blöd. Ne? Also wie gesagt, die weit weg von der EU leben, die sollten mal lieber auf den US-Servers probieren. Oder eben auch die Leute mit einer schlechten Internetverbindung. Ich meine, Leute, das sind 5 Euro zu einer guten. Also ist zumindest immer bei vielen so. Oder WLAN-Stick, falsche WLAN-Stick gekauft und so weiter und so fort. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es geht darum, eieiei, Geisterfahrer, Basti. Es geht darum, die vermeintlichen Hater, haben sich endlich verzogen. Wie es scheint, fürs erste Mal. Sprich, alle Videos sind wieder Kommentare zu vergeben, beziehungsweise Bewertungen können jetzt auch wieder vergeben werden. Und auch eingesehen werden von euch natürlich. Und das ist ganz gut, weil die sind mir echt am Sack gegangen, langsam. Aber ich denke, also wirklich, das müssen nur solche Kinder sein, die sich da irgendwie freuen, andere Leute dazu nerven. Ich weiß nicht, was das ist. Also meistens so Leute, die haben im echten Leben die haben einfach dort nichts, keine Freunde, kein gar nichts und müssen sich dann eben in so Plattformen wie YouTube mal auslassen, weil eben sie ja sonst nichts erreichen oder sonst keine Freunde haben und sich da mal mächtig fühlen können, wo sie sich halt im Alltag nicht so fühlen können. Ja, und deswegen denke ich einfach, das ist ganz einfach der Grund, wieso Leute sowas machen. Und das sind meist dann zwei oder meist auch einer,
der sich da mehrere Accounts erstellt und einen dann rumnerven muss, aber ganz ehrlich, auf sowas lasse ich mich gar nicht ein. Da tue ich einfach mal für ein paar Tage die Kommentare und Bewertungen komplett blockieren, dann merkt er, okay, da ist ja doch nichts zu machen, ne? Und anscheinend reagiert er gar nicht drauf, anstatt da lang rum zu diskutieren, tut er einfach das blockieren und die Kanäle sperren, mache ich ja auch von den Leuten, die können dann keine Bewertungen mehr abgeben und so weiter. Und in dem Sinne ist es dann halt jetzt so. Und ein bisschen nach Wien, also Salzburg Richtung. Deswegen, das ist ganz einfach so. Und ich denke mir da, das ist einfach der Sinn davon, dann eben auch von YouTube diese Kanalsperrenfunktion zu nutzen, um eben dann sowas zu vermeiden, beziehungsweise auch diese Kommentare und Bewertungen mal kurzzeitig zu deaktivieren. Und dann machen die sich auch wieder auf die Socken und verziehen sich. Ich hoffe auch, dass es so bleiben wird. Also ich habe jetzt keinen Bock, da wieder genervt zu werden, aber da mache ich dann auch nicht langen Stress drum. Da würde ich dasselbe wieder tun. Aber sonst, also ich habe ja nichts gegen Kritik, ne? Gegen Kritik hat keiner was. Beziehungsweise ich auf jeden Fall nicht. Aber ich denke mir einfach, zu schreiben, dass man scheiße ist und so, ne? Diesen ganzen Quatsch, das kann man doch einfach unterlassen. Das ist doch völliger Quatsch und Irrsinn, einfach nur kindisch. Und deswegen denke ich mir, ja, das ist völliger Quatsch. Also sowas zu machen, finde ich persönlich einfach nur, ja, kindisch oder dumm. So. Ja. Die Kaufberatungsvideos sind jetzt fertig. Was ich persönlich, ja, ganz okay finde, die Videos. Ich habe mich jetzt da natürlich auch nicht monatelang dran gesetzt und habe daran gearbeitet und gearbeitet, sondern halt nur schnell so ein Kaufberatungsvideo zusammengebastelt, ne? Ist klar. Ich habe jetzt da nicht so eine große Sache draus gemacht. Ich habe auch jetzt nicht unbedingt die Zeit dafür. Jetzt beginnen dann die letzten Wochen Schule, ne? Der letzte Monat geht an, der Schule. Und danach würde ich sagen, ne, nach der Schule, beziehungsweise dann in den Ferien, ist nochmal schöne Zeit, ne? Und danach geht es schon wieder an, ne? Ah, wir haben die Grenze zu Österreich nun überschritten. Das heißt, wir sind jetzt offiziell in Österreich. Österreich. Ah, das kann nur ein Österreicher. Aber ich denke mir, naja, jetzt hat man wieder ein Jahr überstanden und wenn dann langsam das allerletzte anbricht, das ist doch schön. Aber wie gesagt, danach hat man ja 6 Wochen Ferien und dann ist es ja ganz beruhigt und da kann man sich auch mal ausruhen, wenn man sonst zu viel Stress hat, ne? Russe, wir sind nicht in Russland, fahr gescheit. Ey, halb auf meiner Spur, der Typi. Ich kenne das in Russland. Die Typen da, boah, wie die Auto fahren da. Eieiei, also ich habe generell nichts gegen Russen, ja? Gegen Russen habe ich nichts. Und ich habe auch keine Vorurteile. Aber nur gegen die Autofahrer dort, da habe ich was gegen. Besonders die, die Straßenverkehrsordnung. Eher gesagt, die Straßenverkehrsunordnung, ja. Die ist gewaltig. Weil dort geht's so krass zu. Ich meine, das sind ja nicht nur viele Autos unterwegs, sondern auch übelstes Chaos ist dort. Mit den Autos. Die haben alle ihren Führerschein im Lotto gewonnen. Das ist ja auch das Komische. Alle spielen Lotto, um den Führerschein zu kriegen. So, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir sind jetzt auf einer Route nach Wien. Auf der richtigen Autobahn. Ah, jetzt machen sie sogar Werbung. Unten links Official TS3 Server, ja super. Schleichwerbung. Das haben sie jetzt wahrscheinlich auch im letzten Update mit eingefügt.
damit sie hier Leute werben können. Da wird irgendwann sicherlich, ich denke mir es, dass die da Werbung reinhauen, weil dafür kann man wirklich gut bezahlt werden, theoretisch. Einfach nur da Werbung reinzuschreiben. Ja, da zahlen manche Leute schon was. Ich meine, wenn man da wirklich 2500 Leute ansprechen kann, die da gerade im LKW hocken, im virtuellen LKW hocken, dann ist es schon gut für Werbe- und Marketingagenturen. Beziehungsweise für die jetzt, im Sinne von Werbung oder Kleinwerbung für sonstiges oder Ankündigungen, dafür wäre es dann praktisch. Aber wir begegnen auf unserer Route, begegne ich immer selten Leuten, also nur immer einmal überholen oder so, ja fertig. Aber wenn man mal da wirklich eine Kolonne oder so sieht, das ist echt selten jetzt geworden. Also da sind viel mehr Einzelfahrer unterwegs. Auf der A1 gerade. Ach ja, aber wie gesagt, im letzten Video, im LKW-Kaufberatungsvideo, habe ich es ja auch schon gesagt, der MAN hier, der ist, finde ich, einfach der Beste. Und mit dem werde ich auch durchgehend weiterfahren. Ich meine, allein auf dem hier habe ich jetzt schon 18.800 oder so. Eieiei. Eieiei, du. Wer war denn das? Ja, mit dem 300er Ping fährt er rum, du. Eieiei. Scheint so, als ob wir bald bei Wien ankommen. Jetzt kommen wieder ein paar mehr Leute. Aber 6 Tonnen Vorratstank. Wir tun hier berghoch. Mit den 86 PS beschleunigen wir schon. Oh nein. Ja, schau das einer an. Das sind so richtige Pieps. Ne? Sowas kotzt mich richtig an, wenn sie sich mit Absicht querstellen. Nur wegen so einem Quatsch. Aber die haben jetzt auch das Licht eingebracht, ne? Die anderen, die Lichter sehen. Das ist auch cool. Dass man wirklich von anderen Leuten auch die Lichter sieht. Das war davor noch nicht, aber jetzt schon. Das ist richtig cool gemacht jetzt. Also wie gesagt, die schreiten voran. Das Entwicklerteam leistet super Arbeit. Von dem her finde ich, das ist eine wahnsinnig super Angelegenheit, die sie da gemacht haben. Die Entwickler von Multiplayer, und kann ich nur unterstützen. Finde ich super. So. Mal gucken, der Sprit ist schon wieder bald alle. Obwohl ich mit fast einer vollen Tankladung losgefahren bin. Aber die Admins sieht man auch unten links. Die sind ständig am Kicken und bannen und sonstiges. Aber ich finde es auch Quatsch, wenn man jetzt so ein Spiel spielt und dann nur Scheiße baut, dann ist es irgendwie völlig Irrsinn. Weil es gibt genug Spiele, wo du Scheiße bauen kannst. Du kannst in Next Car Game genug Leute rammen. Du kannst in Need for Speed genug Leute überholen. Oder halt mit Absicht zur Seite rammen beim Überholen. Da gibt es doch genug Spiele dafür. Wieso möchten sie das unbedingt hier machen, wo man mal gescheit fahren will? Weil Euro Truck Simulator heißt ja auch. Das ist ein Simulator. Und wieso sollte man da nur Scheiße bauen? Ich meine, okay, super. Ein bisschen hin und her gurken ist ja mal lustig, aber dadurch ständig nerven muss ja nicht sein, denke ich mir da. Ah, und es scheint so, als ob wir jetzt in Wien angelangt sind, gleich. Ich sehe schon auf dem Navi den Zielpunkt, und da war das Ortsschild. Jetzt fahren wir mit 140 hier ein. Oder 130 sind wir gerade. Ah, ich glaube, das geht nicht gut. Wir mal den Fuß auf der Bremse halten. Oh, hallo, hallo. Auch noch gelbe Ampel da. Das wird jetzt wahrscheinlich überall sein und nicht No Collision Zone. Das heißt, hier kann man wirklich Unfälle bauen. Muss man wirklich aufpassen. Oh, super. Das ist nicht wahr, oder? Verzieh dich. Das ist sogar noch ein Deutscher. Mach Platz. Freundchen. Aufpassen am Hänger. Ist jetzt noch ein Collision? Ja. Gott sei Dank, in Firmengeländen ist noch No Collision Area. Das ist ja auch das, was ich angesprochen habe mal. Dass wirklich überall bis auf dort
bis auf in den Firmengeländen die No Collision Zone aufgehoben wird. Ah, das wird nichts. Das ist schlimm. Die müssen da mal ein bisschen Platz machen. Weil sobald man da rausfährt, ist es ja wieder nicht No Collision Area. Dann ist wieder blöd. So, jetzt rüber. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ja, ja, ja. Das ist gefährlich. Oh Gott, ich wusste es. Da muss man schon fast außen einparken, weil das ist komplett blöd. Nein. Wir dürfen nicht in den LKW rein. Das ist doof. Das ist so eine doofe Regelung. Weil die Leute, die da blöd dastehen, ne, die blockieren einen übel. Da sollte jetzt auch schon das als No Collision Area gesehen werden. Also sprich vor dem Firmengelände, damit man da nicht irgendwie solchen Spacken, die da nicht beiseite fahren wollen, reinfährt, was ja dann wieder unlogisch ist und dumm. Habe ich schon wieder Schaden gekriegt dadurch. Das wird jetzt wieder teuer werden, den Schaden zu beheben. Könnte ich wieder wetten. So, das müsste jetzt die Ideallinie so gewesen sein, wie ich das mir vorstelle, ja. Gute Arbeit. Vorratstank nach Wien geliefert. So. Alles klar, dann schauen wir mal. Ist frei. Dann sind wir jetzt in Wien angekommen. So Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle würde ich sagen, war es mit dem Let's Play. Und wir werden mal gucken, wie es im nächsten Let's Play weitergeht. Ich weiß noch nicht, aber ah, da wurde einer gebannt. Temporarily, also für einen bestimmten Zeitraum. Ja, Ramming, Gott sei Dank. Endlich mal wieder ein Rowdy weniger auf der Straße. Also dann, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.